Und da bin ich auch schon wieder mit Life is Strange in der dritten Episode. Ihr habt eben einen Hinweis verpasst. Sie meinte, wir hätten letzte Woche im Unterricht mit Mr. Jefferson Klebeband verwendet. Das bedeutet wohl, dass wir in dieses Zimmer gehen sollten. Das ist das Klassenzimmer, wo wir unsere Fotos machen. This is like a scene in a horror film. Ja, da hat sie wohl recht. Das meiste hier kennen wir, deswegen versuche ich mich da jetzt auch nicht ewig aufzuhalten. Der Leuchtturmfoto. Oh, was haben wir hier Schönes? Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Shit. Hm, okay. Victoria. That is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Ja, weil sich Leute nicht über Foto machen definieren, sondern über ihren dreckigen Scheißcharakter, so wie Daniel's Victoria. A better illustrator than photographer. Said Max, the art critic. Okay. Gut, schön. Haben wir wieder was gesehen? Was ist das? Victoria's cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Hm, wahrscheinlich. Okay. Die haben wir hier offenbar eben nur... Ach, guck mal, Klebeband, wie praktisch. The tape is mine. Perfekt. Now it's time to show Chloe that Max is the bomb. Stimmt, wir werden das jetzt zusammenbasteln. Und dann werden wir diese verdammte Tür öffnen. In der Hoffnung, dass uns keiner erwischt, weil wir damit Krach machen könnten. Denn wenn ich diese Zeichnung richtig interpretiert habe, wird das Ganze ein bisschen explodieren. So, jetzt muss ich nur noch gucken, an welchem Tisch ich basteln darf. Oder ob ich damit direkt zu Chloe muss. Nee, es sieht so aus. Gut, dann bleibt jetzt noch diese Überlegung, ob wir die Note von Warren ändern sollten. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass er eventuell Ärger bekommen könnte. Weil das vielleicht jetzt, wenn beim Austeilen noch nicht auffällt, dass die Note verändert wurde und Warren dann das später irgendwie reklamiert und dann heißt es, er hätte das geändert oder so. Ich werde sie nicht verändern. Ist zwar eine süße Idee, aber ich denke, Warren überlebt das auch so. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu Chloe. Ach, das ist die Toilette. Moment. Chloe ist da drüben. Hallo, Chloe. Rohrbombe. Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom. Literally. Yes. Time to blow shit up. If you'll light the candle. Wie sie sich gleich wieder freut. This is so cool. Ja, wie gesagt. Get ready to haul ass. Es ist halt nur so, es macht Krach und es macht Spuren. Jeder wird wissen, dass da welche eingebrochen sind. Das so eine gute Idee ist. That was so fucking cool. Ich meine, wir hatten keine andere Wahl, aber oh, ja. Toast. Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. So what should we do? Abhauen. Abhauen. Kann man hier irgendwas machen? Hier geht auch gerade gar nichts, ne? Gut, komm, dann lass uns einfach abhauen. Oh, schon zu spät? There's only one way around this. Na super. Ja, wie jetzt? Soll das nicht machen, oder? Ich habe doch gar keine andere Wahl. Verstehe ich jetzt nicht. Die Schlüssel, da war ja nichts. Okay, dann versuche ich jetzt nochmal auf dem Weg, dass wir sofort rausrennen. Shit, shit. Do something, Max.
Küche. Ah, ich habe eine Idee. Vielleicht gibt es hier sowas wie einen Rauchmelder oder so, den man abschalten könnte? Damn, I missed something. I better rewind. Okay. Also irgendwas müssen wir tun, bevor wir diese Rohrbombe anbringen. So viel steht schon mal fest. Ich weiß nur nicht so richtig, was. Okay. Hier ist aber auch nichts in der Richtung, ne? So, sowas wie ein Rauchmelder haben die hier gar nicht. Also ich frag mich jetzt, warum genau? Blöd. Vielleicht finden wir hier draußen noch irgendwas. Das ist ja echt doof, dass ich jetzt schon wieder so blöd hänge. Gefällt mir auch nicht, aber da müssen wir jetzt durch. Warte mal, aber wo könnten wir denn eventuell Glück haben? Es muss ja irgendwie eine Art... irgendwas Elektronisches, was wir da außer Kraft setzen könnten. Vielleicht generell die Alarmanlage ausschalten oder so. Auf der Toilette können wir nichts treiben. Da ist ein Feuermelder, aber der bringt uns jetzt gar nicht weiter. Das wird ja interessant. Definitiv haben wir irgendwas verpasst. Vielleicht nochmal hier in die Ecke gehen. Ich habe auch keine Idee, wo das sein könnte jetzt. Das vor allen Dingen so, dass wir auch noch drankommen. Hier war ja nichts weiter außer die Klassenräume. Kates Schließfach. So glad you still have your locker, Kate. Tja, Leute. Und schon bin ich überfragt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ich schaue nochmal in die Klassenzimmer rein, aber da habe ich mich ja eben umgeguckt. Ich wüsste nicht, was wir da jetzt ändern sollen. Das ist Blödsinn. Nein. Verstehe ich nicht. Irgendwas habe ich übersehen. Und es ist ja auch das Schöne, dass auf dieser Rückspulspirale da immer so ein Punkt erscheint, wo man dann eine Entscheidung getroffen hat, die halt relevant ist. Und tja, das ist bloß die Preisfrage. Here are the keys. None for the principal's office. I feel bad for the twee hipster who lost this beret. Betty's cute. Ich bin ehrlich gesagt total überfragt gerade. Hier geht auch nichts. Verdammt! Was mache ich denn jetzt? Sobald wir die Rohrbombe angebracht haben, kann ich nichts anderes mehr tun. Was haben wir hier noch? There's no way David would get in Mrs. Grant's face. She'd shut his ass down fast. Sehr geehrte Mrs. Michelle Grant, als Sicherheitschef der Blackwell Academy ist es meine Aufgabe und Pflicht sicherzustellen, dass alle Bereiche abgedeckt sind, wenn es darum geht, die Schüler zu schützen. Ich weiß, ich bin nicht der Beliebteste im Kollegium und bei den Schülern, aber ich weiß, dass ich damit die Sicherheit der Schule zu meiner obersten Direktive mache. Seit ich meine Arbeit als Sicherheitschef aufgenommen habe, sprechen meine Statistiken für sich selbst, da die Campuskriminalität um 15,4% gefallen ist. Ich respektiere Ihre Stellung als Wissenschaftslehrerin, aber Sie haben auf unfaire Weise meine Pläne für ein Überwachungssystem mit einer feigen Petition verteufelt. Ich hoffe, Sie überarbeiten diese Petition noch einmal und überdenken die Kostbarkeit der Menschenleben, wenn die Blackwell Academy nicht mit dem neuesten Sicherheitssystem nachgerüstet wird. Okay. Interessant, da wehrt er sich gegen diese Petition. Ja, verdammt, das bringt mich aber alles nicht weiter. Gott, was soll ich ja machen?
Vielleicht sollte ich noch mal gucken, ob da drin irgendwas zu tun ist. Let's try this instead. Boom. Literally. Yes. Ich habe mich ja eben nicht in Ruhe umgeguckt. Mal schauen, vielleicht können wir da irgendwie eine Alarmanlage ausschalten oder so. Da ist nichts zu wollen. Keine Chance. Ja. Think, Max. Rewind and find something. Finde etwas, das dir hilft. Ich habe keine Idee. Ernsthaft, Leute. Oh! Das ist eine gute Idee. Cool. Das war jetzt total unüberlegt zurückgespult. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Hammer. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money, but no taste. Okay, ich bin sehr froh, dass mir das jetzt passiert ist. Ich weiß nicht, wann ich auf die Idee gekommen wäre, das zu machen. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly ass desk. Okay. Darf ich mich auch umsehen? Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. Wolltest du dir nicht die Akten vornehmen? This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel or Kate or Nathan. Anybody. I'm on the case. Danke. Schade, dass sie das Licht jetzt wieder ausgemacht hat. Aber... Oh, Warren hat geschrieben. Sehr gut. Bücher durchsuchen. I certainly can't use this. Wir wissen ja auch aus den Episodenenden, dass da immer wieder jemand gezeigt wurde, der irgendwie Akten über die Verschwundenen hat auch. Wowzer, this will so not come in handy. Ach ja, Wowzer fand ich ja so süß. Kates Akte, mhm. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Was gibt's denn da Schönes? Uiuiui. Informationen über Kate Beverly Marsh. Durchschnitt 3,9. Also Note 1,1. Das heißt, es ist nicht schlecht. Kate Marsh gehört zu den besten Schülern der Blackwell Academy. Ihr Durchschnitt ist durchgehend herausragend, zusammen mit ihrer optimistischen Einstellung und ruhigen Arbeitsethos. Und ihrem ruhigen... Na, ist auch egal. Ihre außerschulischen Aktivitäten mit dem Essen auf Rädern-Programm wurde auf den K-Bay 7 News anerkannt und ihre mannigfaltigen Religionswissenschaftsgruppen waren eine willkommene Ergänzung des vielfältigen Angebots der von Schülern geleiteten geistlichen Programme an der Blackwell. Sie hält auch einen der höchsten Anwesenheitsrekorde der Schulgeschichte. Direktor Wells, als Schulkrankenschwester muss ich Sie darüber informieren, dass es scheint, als habe Kate Marsh vor kurzem ein emotionales oder körperliches Trauma erlitten. Ich habe kurz mit ihr gesprochen und sie war ganz aufgebracht, blieb aber undeutlich und weigerte sich, das Gespräch fortzusetzen. Ich denke, dass es wichtig ist, jetzt ein Auge auf sie zu haben und sicherzustellen, dass sie nicht von ihren Klassenkameraden unter Druck gesetzt wird, wie ich vermute. Mit freundlichen Grüßen. Mhm. Update. Im Moment läuft eine Sicherheitsuntersuchung wegen eines brisanten Videos, das vermeintlich Kate Marsh auf einer Vortex-Club-Party zeigt und ohne ihr Wissen oder Einwilligung im Internet veröffentlicht wurde, zusammen mit ihrer Anforderung, während der Party ins Krankenhaus gebracht zu werden. Beachten Sie die angehefteten Dokumente für mehr Details. Mhm. Die waren dem Ganzen also auch durchaus auf der Spur. Only two more files to go. Ah, okay, sie sammelt jetzt die Akten ein. Naja, gut, ob das so schlau ist, weiß ich nicht, aber meinetwegen. Was haben wir denn da? I'd drink too, if I was the principal of Blackwell. Okay, der arme Mann. Naja, gut, wir haben ja vorhin schon gehört, dass er da nicht so besonders fit ist momentan. And nothing here.
Der arme Mann hat bestimmt eine ganze Menge um die Ohren. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation. Lesen. Schöne Informationen, Rachel Dawn Amber. Unglücklicherweise hat Rachel Amber seit vergangenem Monat keinen Unterricht mehr besucht und hatte weder mit Schülern noch mit Lehrern Kontakt. Ihre Eltern wissen zurzeit nichts über ihren Aufenthaltsort und Blackwell hofft, dass sie bald zurückkehrt und ihre akademische Leistung fortsetzt. Kurzzusammenfassung. Rachel Amber ist die wesentliche Schülervertretung der Blackwell Academy. Sie übertrifft in allen Fächern und ihren zahlreichen außerschulischen Aktivitäten. Okay. Beliebt bei Schülern und Dozenten erfüllt sie tatsächlich die Anforderungen eines Stipendiums und ist federführend, was ein Kennzeichen des Blackwell-Vermächtnisses ist. Ihre breit gefächerten Ziele sind unter anderem eine Karriere in internationalem Recht und als Model. Es besteht kein Zweifel, dass Rachel all ihre Träume mit der Blackwell als Stütze erfüllen wird. Direktor Wells, hier ist LT, ist vielleicht Leutnant? Chris Rossi. Ich wollte Sie nur wissen lassen, dass die Ermittlungen bezüglich Rachel Amber offiziell eingestellt wurden. Wir haben die ganze Zeit auf den einen entscheidenden Hinweis gewartet, aber wieder hat Arcadia Bay ein weiteres Geheimnis unter sich begraben. Wir werden unsere Augen und Ohren weiter offen halten, aber das ist alles, was wir jetzt tun können. Danke für Ihre Hilfe. Ach, guck mal, hier haben sie sogar ergänzt, PD steht für Polizeikommissariat. Mensch, was ist denn los momentan? Ich kann überhaupt nicht mehr lesen, das macht mich ja richtig irre. Ja, PD, Police Department, wäre das in Englisch dann. Okay, hier geht's noch weiter. Man, I don't blame the principal for expelling Chloe. Bad Chloe. Ja, eine Akte über Chloe, die wollen wir natürlich lesen. Durchschnitt 1,7, Note 3,3. Kurze Zusammenfassung. Chloe Price ist eine problematische Schülerin an der Blackwell. Trotz größter Bemühungen der Dozenten und der Schulleitung ist sie hochschulisch... Trotz größter Bemühungen der Dozenten und der Schulleitung, sie hochschulisch auszubilden. Chloe macht nur wenig Hausaufgaben und ist oft absichtlich streitlustig ihren Lehrern gegenüber. Sie hat den Unterricht unzählige Male mit unangebrachten Kommentaren und unverschämten Gesten Mitschülern gegenüber unterbrochen. Sie wurde kürzlich für das Anbringen eines Graffitis auf dem Parkplatz suspendiert. Obwohl Chloe eine intelligente Schülerin mit Potenzial ist, hat sie sich entschieden, ihre Zeit mit einer realitätsfernen Rebellion gegen eine freiwillige Institution zu verschwenden. Update. Chloe Price ist nicht länger Schülerin an der Blackwell. Siehe angeheftete Polizeiberichte. Oh oh. Gut, die dürfen wir jetzt leider nicht lesen. Macht aber nichts. Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to say nab. Mopsen. Weird. This asshole has a spotless record. Okay. Note 1,3. Nathan Prescott setzt das geschichtliche Vermächtnis seiner Familie mit einer herausragenden akademischen Akte und einer Vielfalt außerschulischer Aktivitäten an der Blackwell Academy fort, einschließlich der Arbeit mit dem Arcadia Bay Obdachlosenfonds. Nathan ist auch bei anderen Schülern und Dozenten sehr beliebt. Er ist der stolze Repräsentant der Blackwell. Naja. Like I'm not gonna read my own personal file. Au ja, das wollen wir wissen. Note 2,2. Na, ist doch noch in Ordnung. Max, wie sie vorzieht genannt zu werden, ist eine ruhige und aufmerksame Schülerin, die eine Menge Potenzial für die Fotografie zeigt. Ihr Durchschnitt schwankt und sie hat sich eingestanden, dass sie es besser kann. Ihre Lehrer bezeugen ihre Intelligenz, jedoch beschweren sich manche darüber, dass sie zu neugierig sei. Manche Dozenten würden es begrüßen, wenn sich Max mehr am Unterricht beteiligen würde und mehr Durchsetzungsvermögen zeige. Andere wiederum hätten es lieber umgekehrt, aber das ist eher eine übliche Schüleranregung als eine spezifische Empfehlung. Update. Trotz kürzlicher Konfrontationen mit dem Blackwell-Sicherheitspersonal hat sich Max heute als beste Repräsentantin der Blackwell Academy gezeigt, indem sie ihre Klassenkameradin Kate Marsh davon abgehalten hat, vom Dach des Wohnheims zu springen. Im Moment läuft eine Polizeifakultätsuntersuchung, aber Max' Heldenmut ist unumstritten. This file is going to be so spotless, I'll projectile vomit. Okay. Victoria Maribeth Chase, auch eine sehr gute Schülerin. Victoria Chase ist der goldene Standard für die Blackwell Academy, eine Schülerin mit einem durchgehend hohen Durchschnitt und außerschulische Aktivitäten, die ihr Karriereziel in der Fotografie widerspiegeln. Victoria bekommt auch sehr gute Noten von den Dozenten für ihre Hingabe zum Vortex Club und anderen Organisationen, die dem Geist und der Geschichte Blackwells gewidmet sind. Naja. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Ja, natürlich, natürlich. Note 1,0. Um Himmels Willen ist sehr gut.
Warren gilt als Musterschüler und repräsentiert eine lange Tradition exzellenter Wissenschaftler von Blackwell. Er hat den Dozenten nach die Gabe oder den Fluch der Gesprächigkeit. Einige beschuldigen ihn, wissenschaftliche Streiche zu spielen. Diese Aussage wurde aber nicht von seiner Wissenschaftslehrerin Mrs. Grant bestätigt. Wir hoffen, dass Warren seinen Schwerpunkt auf seine wissenschaftlichen Visionen richtet und seiner strahlenden Zukunft entgegengeht. Ja, okay, wenn er jetzt sagt, der Notenschnitt ist 1,0 und jetzt hat er da nur eine 2-, würde ihm vielleicht den Schnitt versauen, aber komm, ich stehe dazu. Jetzt kann ich mir die Akte nicht mehr ansehen. Na gut, die wird vielleicht auch nicht wichtig sein. Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus, and my step troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped major bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa, listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Because I'm getting a little paranoid in here. We got our info. Let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. Oh, no. This'll chill him out after our knife showdown yesterday. Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself. I hope you do that instead of lecturing me. Das war so klar, dass wir das jetzt entscheiden müssen. Also, das Geld dalassen würde halt dafür sorgen, dass das Ganze höchstwahrscheinlich unentdeckt bleibt. Auf der anderen Seite, wir haben auch schon Akten gestohlen. Das ist nicht so, dass das jetzt nicht auffallen würde. Bloß beim Geld ist der Aufwand vielleicht größer. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn Chloe ihre Schulden bei Frank los wird. Boah, Leute, ey. Hasst mich dafür, aber ich sag, wir nehmen es mit. Frank knows things about Rachel and he might talk if he's been paid, right? You are a Supermax. And with the leftover dough, I'll take you on a road trip to Portland for the day. We'll stock up on tats, beer, weed, and donuts, and books from Powell's, and strip clubs. Kidding. But you never know. Ob das mal die gute, richtige Entscheidung war am Ende. I feel like shit for taking that money. Ja, natürlich. Aber ich glaube, das war schon ganz gut so. Mal gucken. Ich freue mich auch schon, Let's Plays zu gucken. That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. We deserve a little mindless fun in the water. Oh. We're done for the night anyway. We're rich and nobody busted us. So? Splish splash? You're right. We hella deserve it. Splish splash. Unbekannt. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you. Unbekümmert ist relativ, finde ich, mit der Angst erwischt zu werden. Aber gut, schauen wir mal, wohin uns das führt. Wenn das mal gut geht, Leute.
Aber in der Schwimmhalle waren wir auch noch nicht, meine ich. Das ist mal was Neues. Da müssen wir uns jetzt wieder gut umgucken. We're in the otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. Sehr gerne, aber erst schauen wir mal wieder ins Tagebuch, würde ich sagen. Alter Schwede, ist da was zusammengekommen. 9. Oktober. Liebes Tagebuch, ich habe die Macht, die Zeit zurückzudrehen und fand mich plötzlich bei dem Versuch, meine Freundin vor dem Sprung in den Tod zu retten, auf einem Dach wieder, während ich versuche, meine Heimatstadt vor einer möglichen Zerstörung zu bewahren. Ich bin auf meinem Schreibtisch eingeschlafen und streckte beim Aufwachen meine Hand aus, als wolle ich zurückspulen oder nach Kate greifen. Ja, sieh an, stimmt, das ist die Szene, mit der wir hier gerade wach geworden sind, ne? Wo sie Kate rief, als sie aufwachte. Ich erinnere mich an Tagebucheinträge, in denen ich mich gefragt habe, welcher Anime-Charakter ich gerne wäre. Oder an meine Träume, eine anerkannte Fotografin zu sein, die um die Welt reist. Oder was ich und Chloe gemeinsam machen würden, wenn wir erwachsen sind. Zumindest wissen wir das jetzt in etwa. Chloe ist entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, deshalb spiele ich Was würde Chloe tun? Was bedeutet, dass ich keine Hausaufgaben mehr mache, um alles zu suchen, was es über Kate Marsh, Rachel Amber und die hochverehrten Prescotts zu finden gibt. Es wäre viel zu leicht, wenn sie alle etwas miteinander zu tun hätten, aber unter diesen Umständen glaube ich, ganz Arcadia Bay hat etwas mit dieser Scheiße zu tun. Ich sehe schon die Story im National Geographic Channel. Mystisch, wissenschaftlich oder apokalyptisch. Der Arcadia Bay Tornado. Schauder. Wo wir gerade von Angst sprechen, ich muss immer noch an Kate denken und die Traurigkeit in ihren Augen auf dem Dach. Ich bin so dankbar, dass sie noch lebt. Ich liebe es zu sehen, wie die Schüler an der Blackwell ihre Unterstützung mit Blumen und Geschenken zeigen. Letztendlich. Ja, dieses Finally ist wahrscheinlich eher ein Endlich als letztendlich, aber gut. Immerhin fühle ich mich jetzt besser, da Nathan suspendiert wurde. Es ist gut, ihn ein paar Tage vom Campus zu haben. Hoffe ich. Als ob es mich einen Scheiß interessiert, dass die Prescott-Familie mir einen Haufen Anwälte an den Hals jagt. Also bitte, ich bezweifle, dass ihnen die Aufmerksamkeit gefallen würde oder ihre Tentakel den Rest Oregons umschlingen. Noch nicht. Nur Chloe bekommt es hin, dass ich während der Sperrstunde rausschleiche und sie in tiefster Nacht treffe. Ich wusste, dass Chloe nach dem, was mit Kate passiert ist, voll auf diesem Campus Untersuchung stehen würde. Auf diese... okay. Genau das macht Chloe entschlossener herauszufinden, was Rachel zugestoßen ist, wenn überhaupt. Schon witzig, dass, obwohl ich glaube, mich einfach so aus Schwierigkeiten herausspulen zu können, ich in mehr Schwierigkeiten stecke denn je. Wenn das eine Twilight Zone-Geschichte ist, dann habe ich da was ziemlich Ironisches konstruiert. Als würde ich mich selbst aus meiner Existenz oder so spulen. Kann ich wirklich sagen, dass ich diese Fähigkeit für immer habe? Sind der Tornado, der Schnee und diese Sonnenfinsternis nur Halluzinationen oder sind sie waschechte Prophezeiungen? Wichtiger noch, ist es ein Fluch oder ein Segen? Chloe lebt und ist an meiner Seite und das muss ein Wunder sein. Was bedeutet, dass es einen Weg geben muss, meine Vision davon abzuhalten, Wirklichkeit zu werden, oder? Und ja, ich habe die Ausgangssperre missachtet, um mich mit Chloe zu treffen. Sie sagte, sie wolle mir etwas zeigen. Sieht so aus, als wäre es Zeit für ein wenig ernsthafte Detektivarbeit. Tritt dem Blackwell Ninjas bei. Keymaster Chloe. Sehr gut, das gefällt mir. Als ich durch den Flur schlich, kam ich an Kates Tür vorbei und habe die ganzen netten Nachrichten der anderen Schüler gelesen. Schade, dass es die meisten nicht interessiert hat, als sie das Video rumgezeigt haben und sie aufs Dach gemobbt haben. Es kümmert erst jeden, wenn es bereits zu spät ist. Zumindest wird Kate sehen, dass die anderen auf ihrer Seite sind, letztendlich. Ich hoffe, ich kann sie besuchen, wenn sich der Wind gelegt hat. Vielleicht war das nicht die beste Wortwahl. Wenn sich der Wind gelegt hat? Okay. Meine Fresse war das knapp. Ich habe mich so gut angestellt, bis ich nach draußen kam und mir natürlich ausgerechnet Direktor Wells im Weg stehen musste. Denjenigen, den ich am wenigsten sehen wollte. Ich war ihm nicht Ninja genug, weshalb er mich erwischt hat und ich musste zugeben, dass etwas Wahres in der Plauderei steckte. ETF, der hat uns nicht erwischt. Wir sind einfach an dem vorbei. Okay. Komisch. Direktor Wells war besoffen. Er hat nicht mal versucht, es zu verbergen. Eigentlich war er besoffen sogar cooler als nüchtern. Ich verstehe, wieso er so perplex ist. Er muss mit Kates Familie, den Prescotts und David Mason verfahren. Er wirkt immer noch misstrauisch und schenkt meinem Getue, wie er es sagen würde, keiner sagt das wirklich, zu viel Aufmerksamkeit, aber ich kann sehen, dass er ziemlich unter Druck steht. Und das so sehr, dass er so voll ist, dass er um Mitternacht nicht mal seine Schlüssel benutzen kann. Natürlich war er mir im Weg, aber er ist meiner Kraft in keiner Hinsicht gewachsen. Schließlich musste ich los, um Chloe zu treffen. Böse Max.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also erwischt hat er uns ja tatsächlich nicht. Wir sind ja gar nicht ins Gespräch mit ihm gekommen. Ich bin ja nicht an ihm vorbeigegangen. Er hat dann zwar schon gesessen, aber ich habe das ja gesehen und zurückgespult. Also ist ein bisschen komisch hier. Obwohl ich dachte, dass ich im Ninja-Modus bin, hat mich Chloe zu Tode erschreckt, was mich wütend gemacht hat, wenn man bedenkt, was ich durchgemacht habe. Manchmal ist sie beim Umgang mit den Gefühlen anderer so verdammt unsensibel. Sie will meine ganze Aufmerksamkeit für sich und Rachel finden und sie spielt die beleidigte Leberwurst, wenn ich keine Zeit für sie habe. Offensichtlich habe ich die Zeit in der Hand, aber ich kann nicht lange böse auf sie sein und sie war total aufgeregt, weil sie die Schlüssel fürs Hauptgebäude hatte. Und wenn ich ehrlich bin, war ich auch ziemlich heiß drauf. Sogar mehr noch, als wir den Eingang des Hauptgebäudes erreicht hatten. Und Victoria nachspionierten, wie sie mich schlecht redet. Schock und schlimmer noch, sogar versuchte Mr. Jefferson zu erpressen, ihr Bild für den Alltagsheldenwettbewerb auszuwählen. Sie ist so krass. Ich zolle Mr. Jefferson größten Respekt, dass er ihr gesagt hat, sie solle verschwinden, auch wenn sie für so einen Scheiß ausgeschlossen werden sollte. Nach allem, was mit Kate passiert ist, macht sie so weiter? Ich verstehe Victoria einfach nicht, ganz egal, wie sehr ich es versuche. Sie ist schon reich, schön und eine gute Fotografin. Warum also anstrengen und andere dabei verletzen, nur alles, um alles zu meinen Gunsten zu verändern? Das ist ja genau das, was ich vorhin auch sagte. Also es ist schon ein bisschen crazy, dass sie jetzt so weitermacht, aber gut. Ich hoffe nur, dass ich das mit meinen Rückspulkräften nicht mache. Ja, es ist schon irgendwie geil, mitten in der Nacht in die eigene Schule einzubrechen, auch wenn Chloe technisch gesehen recht hat. Wie sollen wir mit einem Schlüssel einbrechen? Auch wenn es der gestohlene Schlüssel vom Sicherheitschef ist. Egal, die Blackwell Ninjas schlagen wieder zu. So cool, durch die Gänge zu streifen, wenn alles dunkel und still ist. Auch wenn so viele schreckliche Dinge um uns herum geschehen, fühlt es sich so an, als würden Chloe und ich einem großen Mysterium des Universums auf die Schliche kommen, viel größer als wir. Aber irgendwie sind wir als Meisterspione ziemlich schlecht, weil wir keinen Schlüssel zum Büro des Direktors hatten. Aber kein Problem mit meiner Rückspulkraft. Und natürlich Dr. Warren Graham. Er kam mit irgend so einer Minibombe aus Natrium, what the fuck ever. Ich habe wahrscheinlich beim Zusammenbau dieser Bestandteile mehr gelernt als im ganzen Semester. Tut mir leid, Mrs. Grant, Warren ist der beste Schüler. Er hat versucht, so gut es geht, zu helfen. Vielleicht zu gut, aber was ist daran heute so schlimm? Ich bin echt froh, dass er in meinem Team ist. Wo wir gerade über das Sancto Sanctorum Danke Lateinunterricht, den ich nur knapp bestanden habe, von Blackwell reden. Ich habe mich richtig komisch gefühlt, um Mitternacht im Büro des Direktors zu sein, seine Akten und seinen Computer mit Chloe zu durchsuchen. Sie stand voll drauf. Wir hätten verhaftet und ins Gefängnis geworfen werden können. Um Himmels Willen. Ich tat einfach so, als wäre das eine Spezialfolge von Die Zauberer vom Waverly Place. Du weißt ja, ein paar bekloppte Sherlocks, die die Schule aus guten Absichten untersuchen. Ja, das hat geholfen. Obwohl wir nicht den Beweis gefunden haben, haben wir in Nathans Ordner eine seltsame Zeichnung gefunden, auf der nur Rachel in der Dunkelkammer stand. Das beweist, dass Nathan etwas damit zu tun hat. Oder er ist einfach geisteskrank, aber seine Notiz weist auch auf David M. hin. Das bedeutet, dass wir unbedingt an Davids gesicherte Geheimakten kommen müssen. Für einen guten Zweck. Aber Chloe kann sich einfach nicht helfen und hat doch tatsächlich 5 Riesen aus dem Behindertenfonds genommen. Weil es dafür benutzt wird, oder? Ich glaube nicht, dass es einen schnelleren Weg in die Hölle gibt, aber Chloe kann damit ihre Schulden bei Frank bezahlen. Ich werde eine Möglichkeit finden, es dem Fonds zurückzuzahlen. Schließlich ist die Rettung eines Lebens wichtiger. So auch meine Gepflogenheiten mit Chloe. Auf alle Fälle sind unsere Schicksale miteinander verknüpft, in guten wie in schlechten Zeiten. Eher in schlechten. Ja, wo sie recht hat. Genau, hier haben wir schon 2 Fotos einkassiert. Stimmt, und da war diese Figur... Verdammt, es könnte sein, dass ich da schon was übersehen habe. Da stand auf dem Schreibtisch vom Direktor so eine Figur und ich habe die jetzt gar nicht mehr fotografieren können. Also wenn es die überhaupt war. Aber naja gut, okay. Ist halt so. Warren hatte sich noch gemeldet. So, ausprobieren. Genau, bist du noch da? Hast du es hochgejagt, Max? Immer noch da, nichts hochgejagt, noch nicht. Ich muss mich jetzt konzentrieren, talk to you later. Also hast du das Schloss gesprengt, Annenbomber? Oh bitte, ich wollte nur wissen, ob du deine Sprengstoffe beherrschst und deine unglaublichen Illustrationen sehen. Kann sich jetzt natürlich gut rausreden. Okay, ich würde allerdings sagen, das war's für diesen Part. Wir werden im nächsten Part ein bisschen mit Chloe zusammen im Schwimmbecken rumplanschen und mal schauen, was uns dann eventuell so erwartet. Ich bin ja immer noch nicht so sicher, ob sie uns nicht am Ende erwischen. Aber gut, das sehen wir alles im nächsten Part. Ich freue mich drauf mit euch. Bis dann!